Frohes neues Jahr euch allen. Ich bin wieder da, wieder gesund und erstarkt, bisschen erschlankt von der Erkrankung. Ihr wisst, hatte ich ja Corona. Also die ganze Familie ist schön kurz vor Weihnachten erkrankt, aber ja, soweit alles wieder im Lot, bis auf den Geschmack. Essen und Trinken ist kein Problem, also da passt alles. Es gibt so ein paar Nuancen, die da nicht mehr so richtig passen. Es ist ganz verwunderlich. Ich bin ja so ein Tee mit Milchtrinker und die Milch passt irgendwie nicht mehr in den Tee, das schmeckt irgendwie nicht mehr. Und bei Pfeifen ist es momentan genauso. Ich habe letzte Woche, ja, ich glaube, den McBaren Vanilla Roll Cake geraucht. Das war letzten Freitag. Und ja, nach drei Zügen habe ich die Pfeife geräumt, weil ja, es war auf jeden Fall so ein seltsamer Fremdgeschmack dabei. Hat mich ein bisschen an Plastik erinnert. Tabakgeschmack kam gar nicht durch. Und das Vanillearoma, ja, wurde nur auf der Zunge so ein bisschen geschmeckt. Ja, gestern war der zweite Versuch und da habe ich gesagt, komm, da gibst du mal Vollgas und da nimmst du mal so einen Hocharomaten. Da habe ich mir den Kondor in die Pfeife gestopft, habe den auch pflichtbewusst bis zum Ende geraucht, aber ja, wie schon gesagt, von den Aromen wurde retronasal nichts wahrgenommen oder nur ganz wenig. Der Plastikgeschmack, den ich bei McBaren Vanilla Roll Cake hatte, der war auch wieder da, aber diesmal nur noch ganz dezent, also scheint rückläufig zu sein. Und ja, zumindest im letzten Drittel konnte ich dann eben den Kentucky ein bisschen auf der Zunge schmecken. Da müsste mir jetzt noch ein, zwei, drei Wochen, denke ich mal, Zeit geben. Da wird es auch erstmal keine Reviews hier auf meinem Kanal geben, weil ohne Geschmack bringt das ja sowieso nichts. Aber ich habe ja noch eine Aufholjagd vor mir. Die ganzen Jahresabschlussvideos, die ja gemacht worden sind. Ja, da wollte ich mich natürlich auch beteiligen. Und das mache ich dann jetzt im Nachgang. Also das Programm sieht so aus, dass ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall bei den Tabaken die Top 3 Neuzugänge mal vorstellen möchte für 2021. Dann natürlich die Top 5 von 2021, die ich ja, am meisten geraucht und ja, da hochfrequent geraucht habe, sage ich mal so, ne, weil die mir so gut geschmeckt haben. Und das letzte ist dann so, ich weiß nicht, Top 3 oder Top 5. Neuzugänge der Pfeifen. Ja, das war es dann erstmal von mir. Wie schon gesagt, wir haben familiär auch noch einiges zu tun. Ja, wir müssen den Geburtstag der Tochter nachfeiern. Die hat am 19.12. Geburtstag. Da lagen wir alle im Bett mit Corona und natürlich auch Weihnachten. Da werden wir am Sonntag Weihnachten nachfeiern, sodass die Kinder auch ihre Bescherung haben und ihre verdienten Geschenke bekommen. Ja, dann nochmal vielen Dank an alle Abonnenten und ja, bleibt mir weiterhin treu und gewogen und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Ich bin jetzt wieder richtig heiß darauf, nach 3 Wochen durchzustarten. Ich habe ja gesehen, die ganzen Kollegen, die haben ja auch ordentlich und fleißig weitergemacht und ja, wie schon gesagt, ich habe Nachholbedarf, Aufholjagd, ich muss ganz viele Videos gucken, selber Videos machen und da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund und bis die Tage.